Wissen Sie, wenn eine Person ist in Moksha-Situation, für andere Leute, diese Person kann eine besondere sein. Aber für diese Person, es ist ganz normal. Okay? Und gleiches, diese Angst auch, wenn jemand sagt, okay, diese Angst oder Liebe oder Hasse, das ist, wenn eine Person hasst nichts, das, für diese Person, das ist ganz normal. Wenn eine Person geht in Krieg und dann Leute fragt, warum gehst du Krieg? Du wirst nicht sterben dort. Du hast du keine Angst? Er sagt, nein, ich liebe meine Family, ich liebe mein Land. So dieses Hochliebe gemacht seine Angst fertig. Denn er hat keine Angst. Leute sitzen im Haus, 1000 Kilometer weit von Krieg und hat Angst. Und eine Person ohne Waffe geht auf die Straße zu kämpfen. Warum? Weil er hat Liebe zum Family. Wegen Liebe, er hat keine Angst mehr. Oder er liebe eigene Land, dann er hat keine Angst mehr. So, wenn eine Bau, eine Emotion geht extrem, ganz hoch gegangen, das ist auch bringt Erleuchtung. Wenn Sie haben richtige, reines Liebe, am höchsten Liebe. Eine Person kann zu Krieg gehen, weil er liebe eigene Land. Eine Person will Liebe essen, will Liebe Kino. Diese Person kann nichts kämpfen gehen, weil er liebe Luxus. Das ist keine reines Liebe. So, wenn du hast eine Verlobte, dieses Verlobte, wenn er ist richtig Liebe hat, er kann eigene Haus kann geben, er kann eigene Geld kann geben, er kann ganzen Leben kann arbeiten für dich. Und vielleicht du kennst auch nichts dieses Person. Aber wenn er braucht deinen Körper, Sex, er braucht etwas von dir, dann er kann nichts alles machen für dich. Weil er selber braucht. So wenn eine Person liebe eigene Land, und er möchte Job haben, er möchte Geld haben von Land, dann er kann nichts sterben für Land. Nur, wer braucht gar nichts? Wer kann sagen, ich kann alles geben für meine Verlobte, ich kann alles geben für meine Gott, ich kann alles geben für meine Land. Diese Person kann eigene Körper auch kann geben, eigene Geld auch kann geben, sonst wenn sie lieben nur dieses eigene Luxus, eigene Freude, dann sie haben immer Angst. Weil dieses kleine Liebe, dieses Liebe zum Luxus, Liebe zum unsere Sinnefreude, das machen uns schwach, das bringt Angst. Weil sie lieben diese Freude, dann sie haben Angst. Wenn sie sind über denn diese Freude, es gibt keine Angst dort. Weil wenn ich habe ein schönes Bett, dann ich habe Angst, wenn ich habe kein Bett, wo ich schlafe. Aber wenn eine Person jeden Tag schlafen auf den Stein, er hat keine Angst auf den Boden schlafen. Er liebe kein Bett. So, Liebe, echtes Liebe machen unsere Angst fertig. Und falsches Liebe machen unsere Angst höher. Das entscheidet unser Bewusstsein. Wenn unser Bewusstsein ist ganz rein, dann wir haben echte Liebe, echte Freude. Dann wir kennen Wahrheit. Weil wenn eine Person liebe eigene Land oder eine Frau oder Mann oder Gott, er hat Wahrheit gesehen. Er weiß, Liebe ist über den Körper. Landliebe ist über den Körper. Eine, ich kann nicht sterben, es passiert gar nichts zu Land, weil das ist über den Körper. Ich kann meine Körper kann geben, ich kann meine alles Geld geben für Land, weil das ist größer. Das ist Wahrheit. Wenn eine Person gesehen diese Wahrheit,
Dann er kann machen, sonst du hast nur einfach in Bücher gelesen. Jemand hat dir gesagt, du kenne alles, aber du hast keine Erfahrung. Wenn du hast richtige Erfahrung, dann du kenne richtige Liebe zum Land, dann du weißt, okay, eine Körper, Krieger, großes Krieger sagt, nichts, dieses Körper, wenn ich liebe, nächste 100 Jahre, 100 Leben, ich kann alle meine, immer kann noch einmal meine Körper geben. Weil er weiß, Körper ist sowieso gestorben, es ist gar nichts. Passt? Danke. Om Shanti.